nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Verstappen, Norris, Sergio Perez und Ricardo. Leclerc, Gasly, Sainz und Yuki Tsunoda. Der Sensenmann, Fernando Alonso, Sebastian Vettel und Giovinazzi. Sportsman, Mick Schumacher, George Russell und Nikita Mazepin. Latifi, Stroll, Ocon und Kimi Räikkönen rundet die Startaufstellung ab. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Sehr komisch, dass die da auf dem letzten Platz rumdümpeln. So. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Strategie wäre normalerweise auf roten starten, dann auf gelb. Aber warum sollen wir denn auf gelb starten? Machen wir einfach. Wenn die das so vorschlagen, dann bin ich da auch für. Kann man dann mal machen. So. Starten ihn. Bitte kein Crash, bitte kein Crash, bitte kein Crash. Ei, scheiße. Oh, musst du dir so abbremsen. Ist doch nicht sein Scheiß Ernst. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Willst du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Nämlich meine eigene Strategie machen. Wir pushen nochmal auf Roten. So viel wie es geht. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde. Das ist ärgerlich. Wir wechseln den auch. Aber da hätte ich nie mitgerechnet, dass sie so stark bremsen. Fertig, los jetzt. Na gut, dann heißt es jetzt aufholen. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch einen Boxenstopp. Dann versuche ich jetzt mal ein bisschen aufzuholen wieder. Informationen zu Ray können. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Okay. Kriegen wir den vielleicht noch schon mal wieder? Das sind ja nur 15 Sekunden. Na gut, so natürlich nicht. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst.
Okay, Russell ist sogar auf Weißen gestartet. Aufgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Ich diese Kurve nicht hin. Weiß nicht warum. Okay, jetzt mal bitte wieder Konzentration hier. Eine mitgeben. Okay, Abstand zum Teamkollegen 16,7 Sekunden. Zum Auto vor dir beträgt 7,9 Sekunden. Ja gut, der hat ja auch ein Problem, ne? Das heißt, den werden wir als Ersten wieder bekommen. Ich habe auch ein Problem mit dieser Scheißpedale. RS-Problem habe ich auch, weil das hält ja richtig kurz nur. Okay, und was war das jetzt? Das hat ganz schön gekracht. Alles okay? Hä? Da ist er schon weg gewesen. Warum? Ich doch verarschen. Okay. Nehmen wir einfach mal so hin. Ist nicht passiert. Schmiert er einfach weg. Okay. Es gab einen ja, das war ich, du Idiot. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können. Und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Es gibt keine Pläne für dich mehr. Du bist gefeuert, wenn du so weitermachst. Hier so wirklich nach vorne komme ich aber auch nicht mit dem neuen Reifen. Ich kann die Strecke nicht so fahren, wie ich das möchte. Sieht man ja, was da passiert. Warum auch immer ich da gerade so abgeschmiert bin, ich verstehe es einfach nicht. Dann nehme ich mir auch wirklich das Recht raus, hier Rückblenden zu machen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,3 Sekunden.
jetzt nah genug rankommen, dann brauchen wir auch nicht mehr so viel ERS, weil wir dann DRS haben. Das genauso, warum ist der jetzt so ausgedingst? Muss ich nicht verstehen. Manchmal macht dieses Spiel einfach keinen Sinn. Wir glauben, dass es Schwachsinn ist, dass der manchmal so extrem, also... Als ob ich die Kurve jetzt wirklich anders genommen hätte. Leute. Was? Was war das jetzt? Ihr wollt mich doch wirklich verkackeiern, Leute. Ach, jetzt nicht. Okay. Ah ja, weil meine Bremse wieder verkackt hier. Ich reg mich jetzt nicht auf, aber meine Güte, ist das Spiel manchmal ein Blödsinn. Okay, alles klar. Der hat nicht immer noch ein Problem oder ist es schon wieder gut? Warum kriege ich jetzt kein DRS? Hä? Gutes Tempo. Deine Rundenzeiten sind etwa eine Sekunde schneller als die deines Vordermanns. Okay, muss man nicht verstehen. Dieses Rennen ist einfach verkackt gerade. Marzipin. Scheid dich mal. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, was für ein scheiß Rennen bisher. Verstappen hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Okay, unser Teamkollege geht jetzt in die Box. Robert kommt an die Box. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,0 Sekunden.
Ich rede mich jetzt nicht auf. Ich mache jetzt einfach eine Rückblende nochmal. Ah, hier haben wir ja noch. Wieso ist er da jetzt weggegangen? Das macht überhaupt keinen Sinn, Freunde. Hier, ja, hier bin ich über den Curb gefahren, ist okay. Aber hier macht es überhaupt keinen Sinn. Nicht aufregen, einfach weiterfahren. Ich glaube, Punkte sind sowieso nicht drin, aber man sollte ja immer den besten Platz sich ergattern, den man bekommen kann, logischerweise. Kurve kriege ich auch überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,4 Sekunden. Frage ist, hole ich mir jetzt wirklich harte oder fahre ich nochmal weiche? Schon wieder! Warum reißt der da so raus? Ich versteh's einfach nicht. Schön, dass die Bremse auch wieder da ist. Arschloch. Oh, was ein verhunztes Rennen hier gerade. Das ist ja wirklich unglaublich. So, jetzt aber mal Konzentration hier. Ist doch nicht euer Scheißernst, oder? Normalerweise will ich ja gar keine Rückblende machen, aber... Doch, scheißegal, ihr guckt eh keiner zu. Man zieht hier etwa 2 Sekunden pro Runde davon. Das heißt, ich kann theoretisch hier machen, was ich will, aber trotzdem, das ist ja... Schon wieder, der ist schon wieder so ausgeschwenkt beim Bremsen. Was ist denn mit dem Bremsen los? Ich sag einfach gar nichts mehr. Diese Runde, jetzt mach Druck. Thank you.
So, hab ich mich ein bisschen abgeregt wieder. Ist doch nicht mehr normal, Freunde. Oh, Schumacher-Stopp dauert ziemlich lange. Hat der Flügel kaputt gehabt? Los, los, los! Vielleicht. Ich mache auf jeden Fall keinen Boxenstopp. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Obwohl weiß natürlich nie eine gute Idee ist. Ist da noch mehr unter und übersteuern. Ich hab ja noch eine Rückblende, so ist ja nicht, ne? Ich denke mal, dass alle noch in die Box gehen für den dritten Wechsel. Und hoffe somit noch welche zu überholen. Die kommt jetzt so schnell raus. 5,0 Sekunden. Auch hier. Hier kommen die so schnell durch. Mal keinen Flügelschaden. Bitte. Hallo, Maike. Kommst gerade von der Arbeit, wa? Ist das anstrengend, das Rennen? Meine Fresse. Was hast du dir denn zu essen gemacht? Etwa einen Pfannkuchen? Ich hätte jetzt voll Lust auf Pfannkuchen, weil hier roch es gerade richtig nach Pfannkuchen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,5 Sekunden.
Ich bin am Schwitzen. Wie ein Schwein. Tortellini. Aus der Tüte, was heißt denn aus der Tüte? Aus was für einer Tüte? Tiefkühltüte. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative. Hat er mir gerade etwa den Flügel kaputt gefahren? Leute, in welcher Welt habe ich den da berührt? Kann ich mich irgendwie anhalten? Das Bild ist ja sowieso ein bisschen schlecht bei mir, weil es zu viel Bewegung im Spiel gerade ist. Aber da ist doch mindestens, sind da noch 30 cm zwischen. Jetzt mal ganz ehrlich, komm. Ist doch ein Witz. Also wirklich. Ach so, ich wollte ja. Also es ist wirklich manchmal hier eine Frechheit, was hier einem geboten wird. Erst recht dieses Rennen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,0 Sekunden. Unglaublich hier heute. Ich muss eigentlich langsam mal aufpassen, weil ich habe ja nur noch eine Rückblende jetzt. Deshalb speichern wir auch mal ganz kurz, falls wieder sowas passiert. Aber komm, da waren jetzt wirklich mindestens 30 cm zwischen und mir geht angeblich der Flügel kaputt. Was ist das denn? Bitte Spiel, sowas, ne? Muss auch nicht sein. Egal, wir machen natürlich trotzdem weiter hier. Für einen Auftrag. Wir ziehen eine alternative Strategie. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Was ist das für ein. Ich habe keine Rückblende mehr. Wow. Dieses Rennen, Freunde. Dieses Rennen ist wirklich. Das ist ja wirklich mal unglaublich. Erstmal fliegt man irgendwo raus, wo man gar nicht rausfliegen kann und.
Dann jetzt auch der ganze Quatsch da immer. Ich weiß nicht. Dass ich das Spiel von mir will. Will, dass ich das nicht mehr spiele oder was? Dann spiele ich den Vorgänger wieder, weil das war auf jeden Fall besser beim Vorgänger. Dann spielen wir wieder 2020. Weil das ist ja der letzte. Ich will es gar nicht aussprechen. Der letzte Dreck hier heute. Braucht ihr gar nicht zu gucken auf dem Titelbildschirm hier. So, seht zu. Ich habe nicht ewig Zeit. Ich sag dazu noch nichts mehr. Das ist ja traurig, einfach nur. Traurig. Gut, jetzt war ich selber schuld, hab nicht hingeguckt, aber die Rückblenden sind ja deswegen weg. Ja, jetzt ruckelt es natürlich erst wieder voll. Das Problem kenne ich schon. Gut. Wo bin ich überhaupt? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,3 Sekunden. Eieiei, ruckel, ruckel, ruckel. Meldet sich die Bremse auch schon wieder und er fährt mir auch noch hinten drauf. Achtung, das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt, weil sich zu viele Trümmerteile auf der Strecke angesammelt haben. Danke, Bremse, dass du mir mal wieder ein Rennen versaut hast, aber ich fahre jetzt trotzdem zu Ende. Tun wir einfach so, als würden wir, Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Ringere sofort dein Tempo. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Okay, alles klar. Was ich sagen wollte, tun wir so, als hätte ich das Problem in echt gehabt. Und da ich jetzt sowieso so oft Rückblenden benutzt habe, ist das auch nur fair. Wo ist denn unser Teamkollege überhaupt? Okay, Abstand zum Teamkollegen 23,4 Sekunden. Fahr mit alten Mediums. Er ist auf Rang 13. Letzte Rundenzeit lag bei 1,15,1. Der Abstand
Abstand zum Vordermann beträgt 8,8 Sekunden. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Es gab weitere Ups, Spiel ist abgestürzt. So ein Pech aber auch. Da muss ich ja nochmal das laden jetzt. Ach, Manno. Ah, gibt's doch nicht. Wie kann das denn passieren? Das ist einfach das Spiel abstürzt. Das ist ja unglaublich. Mit einem falschen Bildschirm. Oh, wie kann das denn passieren? Naja. Darfst auf keinen Körb kommen bei diesem Spiel. Auf keinen einzigen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist, aber ich glaube, das liegt nur an dem Auto unter anderem noch, weil in der anderen Karriere spiele ich ja Aston Martin und der fährt sich nicht so schlecht, das muss man mal sagen. Nee, das, hallo? Wo kommen wir denn da hin, wenn das Spiel einfach abstürzt? Das geht doch gar nicht. So, lassen wir das Spiel mal ein bisschen rumruckeln hier. Unglaublich will ich. Ich kann auch gar nichts mehr zu sagen. Das zieht sich schon das ganze Rennen über durch hier, dass du... ...so dumm immer über Sachen fährst, das weiß ich nicht. Alles Quatsch, finde ich. Es hat bei 2020 auch immer geklappt, so zu fahren und ich bin da nie irgendwie kaputt gegangen oder so. Nur bei diesem Spiel geht man irgendwie die ganze Zeit kaputt. Also hier weiß ich nicht, was ich machen soll hier an dieser Stelle, weil wenn ich hier drüber fahre, dann ist das so rutschig einfach nur, als wenn ich auf Eis fahre. Nee, überhaupt nicht, hallo? Das Spiel ist abgestürzt. Wie ich schon gesagt habe, das Spiel ist einfach abgestürzt. Kann ich auch nichts dran tun. Weil so wie der Gegner kann ich nicht fahren, weil ich dann immer crashe, komischerweise. Die haben so viel Grip. Komm durch jede Kurve durch. Und das mit dem schlechtesten Wagen eigentlich, der da vor uns fährt. Ja, ich weiß nicht, wie ich da drüber fahren soll. Egal. Ich muss mal eben... Ich glaube, die Bremse steht auf Schmerz oder so. Sollte eigentlich ein schönes Rennen werden. Mit schöner Lackierung hier neu, schön, wunderschön alles, aber nein. Ja, die musste ich ja nehmen, weil ich ja früher in die Box musste, damit ich nicht nochmal die Reifen wechseln muss.
Aber ich hatte ja ganz am Anfang Flügelschaden. Leider. War aber auch meine Schuld. Muss man dazu sagen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,0 Sekunden. Ja, Hauptsache wir kommen. Also die anderen hinter uns kommen nicht näher. Ich glaube, den Teamkollegen, den schlage ich auch. Wenn ich jetzt nicht wieder in die Wand fahre. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,3 Sekunden. Könnte knapp werden, ja. Der war gut. Das war ausnahmsweise mal gute Kurve jetzt gerade. Kriege ich wahrscheinlich nie wieder hin. Alter, was ist denn mit dem Wagen? Warum schlägt er denn auf einmal aus? Dass die da vorne sich streiten. Haben wir vielleicht auch was von. Aber das ist doch nicht normal, dass der Wagen immer so weggeht. Ein paar Informationen zu Paris. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Ja, warum gibt es dann kein Safety Car? Das würde mich jetzt natürlich voll retten. Dann könnten wir uns nochmal schön rote Reifen holen. Und damit angreifen. Und ich krieg den Schumacher auch nicht, ne? Aber jetzt bin ich näher dran, alles klar. Mann, oh Mann. Nein, bremse jetzt nicht. Jetzt kriege ich kein DRS wegen der Bremse. Mann! Ja, das ist aber ja sein Sohn, ne? Nicht der Michael. Das ist nicht der Michael, das ist der Mick. Da muss ich noch mal ein bisschen Batterie rausballern hier. Weil ich glaube, der geht nicht mehr rein und wir müssen den ja bekommen, weil das ja unser Rivale ist. Ich hoffe, die Bremse spielt jetzt mal mit hier. Der Wagen, der geht so weg einfach nur, ne? Das ist nicht mehr normal. Ich sag dazu auch nichts mehr. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Ich bremse. Okay, wir haben eine Position und der wir sind um einen Platz zurückgefahren. Wagen macht einfach einen Abgang. Keine Ahnung, vielleicht liegt es ja auch am Setup, aber irgendwie stimmt da doch was nicht. Unser Teamkollege genau hinter uns. Verdammt, verdammt, verdammt. Muss ich jetzt ein bisschen aggressiver fahren, hilft halt nichts. Auch wenn das vielleicht unser Aus bedeutet.
Hauptsache, er kommt nicht ran. Er kommt aber näher. Scheiße. Ach, Schumacher geht doch rein. Yeah, dann haben wir den zumindestens. Weil der kriegt uns nicht mehr. Der müsste dann die anderen ja auch noch überholen und das dauert zu lange. Das ist jetzt ja gut 10 Sekunden weg. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,2 Sekunden. Ja, und es wird weniger, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ich die 7 Runden jetzt noch aushalte, weil ich habe auch kein ERS mehr. 15% nur noch. Und die Scheißbremse sagt auch immer, nö, du darfst nicht vorne bleiben. Dein Teamkollege soll erster auch vor dir sein. Und dann macht der Wagen auch nicht das, was er soll, sondern sagt, nö, Kollege, spiel da nicht mit. Ich fahre jetzt mal ein paar Runden ohne Batterie, damit ich zum Ende hin noch ein bisschen angreifen kann. 2 Sekunden nur noch. Da hat man schon seinen Pfeil gesehen. Verdammt! Geh weg! Geh weg! Fahren aber auch richtig schlechte Zeiten gerade, ne? Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Die Rennleitung hat das Safety Car ausgeschickt, weil mehrere Autos auf der Strecke zum Stehen gekommen sind. Pass auf dein Delta auf. Ein paar Informationen zu Bottas. Sie ziehen sich aus dem Rennen zurück. So knapp. Ich weiß nicht, soll ich in die Box gehen? Soll ich in die Box gehen, mir neue Reifen holen oder nicht? Weil ich glaube, wenn ich das nicht tue, dann holt er mich auf jeden Fall, der hinter mir. Ah, ist das schwierig jetzt. Ich fahre in die Box, scheiß drauf. Ich versuch's nochmal. Wir haben zwar nur noch dann wahrscheinlich 2-3 Runden, wo wir überhaupt was machen können, aber ich muss irgendwas machen. Los, fahr jetzt! Wir sind noch nicht mal letzter. Okay.
So, jetzt können wir noch mal die letzten Runden mal richtig angreifen hier. Oder auch nicht, weil wir die gar nicht einholen. Also wen wir eigentlich nur schlagen müssen, ist den Mick Schumacher. Warte mal, vielleicht ändere ich nochmal die Frontbremskraft. Das wäre doch nochmal eine Idee. Vielleicht liegt das daran. Also egal, was ich gemacht hätte, der hätte mich sowieso überholt, weil das hätte ich nicht mehr geschafft, mich da zu verteidigen mit den Reifen. Ja, aber meine Reifen sind ja frischer, ne? Und eigentlich müsste mein Wagen auch schneller sein. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber eigentlich schon. Ich weiß nicht, wie das gerade ist, aber normalerweise ist der Haas der schlechteste Wagen, den er hat. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, weil zu wenig Runden noch übrig sind. Wir haben nur noch 3 Runden, jetzt gleich nur noch 2. Und das Safety Car geht ja da noch nicht rein. Das heißt, wir werden nur eine Runde fahren. Und da werde ich den niemals bekommen. Aber egal, vielleicht kriegen wir Russell noch und dann sind wir 16. Ist auch ein guter Platz. Man muss ja auch noch bedenken, wir sind noch das Anfängerteam. Und ich hatte hier schon ganz schon schöne Riesenprobleme. So, jetzt haben wir die eingeholt. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, da sind sie alle. Schumacher ist er auch, da vorne, da fährt er. Boah, das wird so spannend. Wenn das jetzt reingeht, wird das richtig spannend. Wenn das nicht reingeht, dann auch nicht, weil dann fahren wir so zu Ende. Stimmt, Reifen schön warm behalten. Es geht rein. Kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Ah, ich habe Angst. Ich glaube, ich kriege das nicht hin. Ich glaube, das kriege ich so nicht hin. Was bremst der denn? So. Was war das? Da hat jemand blaue Flagge und oh. Sehr gut. Reife Leistung. Boah, ich dachte, ich fahre da gleich hinten drauf. Komm, ich muss ihn kriegen. Komm, saug dich ran. Komm, Auto. Komm. Wie war das?
Blaue Flagge heißt, ich habe den schon mal überrundet. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ich habe ihn. Ja, komm, das war nur eine kleine Berührung. Okay. Vielleicht kriegen wir den Teamkollegen auch noch, wenn ich jetzt richtig Gas gebe. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir! Ja! Den haben wir. Sauber. So läuft das doch. 13. Platz. Bin ich voll zufrieden mit jetzt. Nach diesem Scheißdreck. Piep, piep, piep rennen. Piep, 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 piep. Kann ich dazu nur sagen. Boah. Wir hätten natürlich auch einen Punkt haben können. Auf jeden Fall hätte ich 10. werden können. Eine erstaunliche Fahrerleistung und gute Arbeit vom gesamten. Aber wie schon gesagt, ich bin trotzdem voll zufrieden jetzt gerade. Buh, buh, buh. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche Fahrt. Wow. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Das ist schön. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führer. So, ihr könnt mal die Klappe halten. Ihr geht mir nämlich auf den Sack mit eurem Gelaber. Hab ich denn schon ein Bild fürs Rennen? Ich glaube nicht. Deshalb gucken wir uns mal die Wiederholung an. Wiederholung fortsetzen. Denn hier können wir doch auch meines Wissens... wow, was für eine Wiederholung. Genau, in die jeweiligen Runden gehen. So, das bin ich ja, ne? Moment, das bin ich. Aber das ist ja noch hinterm Safety Car, wo ich noch aufgeholt habe hier. So, ich will jetzt aber genau, wo ich den Teamkollegen überholt habe. Das war ja die letzte Runde. Die Zähne, die wollen wir als Foto-Finish haben. Das war noch schlau, sich neue Reifen zu holen, weil mit den weißen, ich wäre nicht weiter nach vorne gekommen. So, machen wir mal ein Foto, wo ich etwas weiter vorne bin. So ungefähr. Dann machen wir da mal ein Foto. Warte, warte. Ich bin hier hinten gerade, ganz weit hinten. Hört sich wahrscheinlich so an, als wäre ich ganz weit hinten. Das bin ich auch. So, jetzt machen wir hier schön. Der Typ muss auch noch drauf, der auf den Boden guckt. Was auch immer der da anguckt. Ich habe keine Ahnung. Mal schön aufbessern das Ganze. Und zack, haben wir ein wunderschönes Foto. Haben wir ein wunderschönes Foto von diesem Rennen. Hätte ich nicht gedacht, wenn man mal guckt, Rennleitung, wie viel Reifen wir gefahren sind. Wir haben 3 Stops gemacht, die anderen haben alle nur 2 gemacht. Oh, alle mit Totalschaden hier. Und ich habe nur einmal eine Kollision verursacht, das ist gut, aber hier sieht man nochmal die Boxenstops. Unser erster, da musste ich leider in die Box, weil der Frontflügel dahin war. Naja, egal. Egal. So, wir kriegen natürlich auch schön Anerkennung. Sind jetzt Level 5. Unser Teamkollege, muss ich sagen, schlägt sich ganz gut. Deshalb würde ich den auch wahrscheinlich erstmal behalten. Es sei denn, wir haben Geld und kriegen bessere. Dann natürlich. Aber ich denke mal, wir werden kein Geld haben. Und dann behalten wir den natürlich auch. Moment, ich geh nochmal hier hin. So. Boah. Frankreich kommt als nächstes. Das
Ist eigentlich eine schöne, also ich finde die Strecke ganz gut. Ich mag die auch gern fahren. Machen wir mal so. Und wir haben auch nicht viel Geld, sehe ich gerade. Aber wir haben viel davon. Das heißt, wir können hier eigentlich mal was kaufen, wenn ich da was kaufen könnte. Aber ich habe noch keine. Doch, da. Kaufen wir das mal und dann kaufen wir ausgelastet. Kaufen wir gar nichts. Kaufen wir erstmal gar nichts. So, wir können auch mal ein bisschen sparen. So, dann gehe ich schon mal weiter. Zum nächsten. Und dann mache ich erstmal kurz eine Pause. Außer es passieren hier noch Sachen. Da haben wir ganz kurz 5 Minuten Pause. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein.